Wir schauen heute mal, wie wir auf unseren Bildern ein bisschen Staub saugen können. Wenn ihr so ein fauler Fotograf wie ich es bin seid, dann habt ihr sicherlich ab und zu auch die Herausforderung, dass ihr Staub auf dem Sensor habt und wunderschöne Sensorflecken dann im Bild habt. Natürlich, die kann man mit Photoshop oder auch mit Lightroom mit dem Reparaturpinsel sehr schnell und sehr einfach entfernen. Aber die Herausforderung ist erstmal, die zu finden. Das können wir in Lightroom sehr einfach machen. Wer von euch eine ältere Version von Lightroom hat, erstens, ihr müsst ein Upgrade kaufen. Zweitens, ihr habt die Möglichkeit, hier auf Detail zu gehen und beim Schärfen einfach mal das Maskieren bewegen. Da seht ihr jetzt erstmal nichts, aber wenn ihr die Alt-Taste drückt, seht ihr hier entsprechend eine Maske. Und hier seht ihr wunderschön oben im Himmel, hier in diesem Bereich, dass ich hier Sensorflecken habe. Das natürlich über das Maskieren rauszufinden, ist ein bisschen mühselig. Jetzt müsste ich mir merken, wo es ist, dann versuchen sie zu finden und ähnliches. Deshalb haben wir gesagt, wir machen es einfacher. Und seit einigen Versionen von Lightroom befindet sich daher, wenn ich das Werkzeug Kopierstempel auswähle, hier den Bereich Bereiche anzeigen und mit dem gleichen Regler, den ich gerade gesehen habe. Und nun kann ich hier direkt hingehen und sagen, das hier möchte ich stempeln und das hier möchte ich stempeln. Und das hier unten, das ist auf dem Dach, aber hier oben sind noch ein paar schöne Flecken. Ich sollte wirklich die Kamera mal sauber machen. Könnt ihr, wie gesagt, sehr schnell arbeiten und hier die Sachen stempeln und so Staubflecken entfernen.